Neuen Video von mir. Heute gibt es einen IKEA-Haul und zwar war ich letzte Woche beim IKEA. Ich habe mir überlegt, dass ich euch einfach die Sachen zeige, die ich gekauft habe. Vielleicht haben einige von euch ja vor, in nächster Zeit mal zum IKEA zu gehen. Die Sachen sind alle noch aktuell, weil ich wie gesagt erst letzte Woche da war. Jedes Teil ist unter 15 Euro gewesen und unter 10 Euro. Wow. Und somit habe ich insgesamt für 19 Artikel gerade mal 81 Euro gezahlt. Also ich habe auch nur so Kleinkram gekauft, sage ich mal. Aber das seht ihr jetzt eh gleich alles und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Außerdem werde ich euch alle Preise hier unten einblenden, dass ihr da auch einen kleinen Überblick habt. Das erste Teil, was ich gekauft habe, heißt Backfam. Und zwar ist das ein Gewürzregal und in so einer Holzfarbe. Also ganz normal braun. Kann man natürlich auch anstreichen, wenn man möchte. Und ja, davon habe ich insgesamt 2 Stück gekauft. Als nächstes gibt es einen Schaufel und Besen. Also habe ich einen Schaufel und Besen gekauft, because, kann man immer gebrauchen. Das nächste Teil heißt T-Scan, glaube ich. Moment. Genau, T-Scan. Und zwar ist es so ein Duschkorb und da sind so 2 so Saugnäpfe dabei, dass man nicht schrauben muss, sondern das einfach an der Dusche befestigen kann. Und ja, ich glaube, man kann sich erschließen, wofür man das gebraucht. Über das nächste Teil bin ich so gefreut. Und zwar ist es hier dieses Kuscheltier. Und nein, ich habe noch kein Kind, aber ich habe einen Hund. Und Luna heißt sie. Und wir haben sie mit 3 Monaten, ein bisschen was über 3 Monaten bekommen. Und sie hatte seither immer so ein Kuscheltier. Also ich blende euch auch kurz ein Bild ein. Und das hatte sie geschenkt bekommen von unseren Neffen. Und wir wussten aber nie, woher das ist. Und natürlich ist es dann irgendwann mal kaputt gegangen. Aber es hat noch nie ein Kuscheltier so lange gehalten wie dieses. Und ich bin dann durch den IKEA geschlendert. Irgendwann habe ich halt dieses Kuscheltier gesehen und habe mir gedacht, wow, das sieht total aus wie Lunas Panda-Bär. Und das Wichtige war einfach, dass der halt keine Knopfaugen hat oder so, dass man die da nicht rausbeißen kann. Und das war tatsächlich dieser Bär und das auch das Material und so, woraus der ist. Also da ist nichts drin, kein Quietscher, kein gar nichts, weil es halt eigentlich ein Kinderspielzeug ist. Und genau, dieser Bär nennt sich Kramik und es ist ein Panda-Bär. Und ja, darüber habe ich mich so gefreut. Und sie hat es jetzt auch noch gar nicht bekommen, weil ich halt eben dieses Video drehen wollte und ich nicht Gefahr laufen wollte, dass dieser Bär irgendwann mal keine Beine mehr hat und ich euch den in diesem Zustand zeigen muss. Genau. Very, very happy with this piece. Das nächste Teil nennt sich Rinning. Das ist ein Tellerhalter. Ich wollte den ursprünglich in, eben aus Holz kaufen. Den gab es leider nicht im IKEA selbst, sondern halt nur online zu bestellen. Und ich dachte, vom Prinzip her ist es ja aus mit... Fehlt da was? Ich weiß nicht. Vom Prinzip her ist es ja dasselbe aus Metall und ich probiere es jetzt einfach erstmal damit aus, um zu sehen, ob das für mich funktioniert oder nicht. Das nächste Teil sind so Körbe. Die nennen sich Soccer Beat. Und davon habe ich insgesamt 3 Stück gekauft. Und ja, die habe ich einfach gedacht, ist für unsere Speisekammer ganz gut, um da halt einfach kleine Sachen rein zu tun und ein bisschen Ordnung zu haben oder halt einfach stehende Sachen, dass die nicht so rumfliegen, sondern dann halt körbchenweise in die Regale eingeräumt werden können. Passend dazu für auch die Speisekammer ist dieser Korb. Der heißt Risatorb und den fand ich so schön. Also so ein weißer Korb mit Henkel und der ist für Sachen wie Kartoffeln und Zwiebeln. Ich glaube, wenn man das hier drin hat, ist es ganz gut abgeräumt. Davon habe ich 2 Körbe gekauft. Wenn das gut für mich funktioniert, werde ich da wahrscheinlich auch nochmal einen dritten oder einen vierten holen, weil ich finde,
dass die nicht nur nützlich sind, sondern optisch auch sehr schön. Dieses Teil habe ich bei einem IKEA-Haul gesehen, hier auf YouTube, und habe mir gedacht, wow, das ist irgendwie total sinnvoll und irgendwie auch ein bisschen umweltfreundlich. Also nicht ganz, weil es trotzdem aus Plastik oder Silikon ist. Auf jeden Fall sind es so Dinger, so Überzieher, die man über Obst oder über ein Glas stülpen kann. Und genau, so muss man nicht jedes Mal irgendwie Frischhaltefolie benutzen oder man hat ja auch nicht für alles einen Deckel, oder wenn man einen Deckel verloren hat, dann kann man einfach dieses Ding drüber stülpen. Övermet heißt es. Und genau, fand ich eigentlich echt sinnvoll und hatte ich auch fest vor mitzunehmen. So, das nächste Teil ist auch aus der Serie Rinning und das ist schon in Gebrauch. Deswegen habe ich einfach dieses Papierstück aufbewahrt, damit ich nicht vergesse, es zu erwähnen. Und zwar blende ich euch kurz ein Bild davon aus. Es ist einfach ein Organizer für die Spüle, damit man den Schwamm und das Spülmittel und halt die Bürste und so, damit nicht alles einfach rumfliegt, sondern das schön aufgeräumt ist. Und ja, bin jetzt schon sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das gekauft habe, weil es einfach viel ordentlicher aussieht. Die nächsten Teile sind ein bisschen schwer. Und zwar sind es einfach... Oh Gott, ich hoffe, ich lasse sie nicht fallen. Auf meinem Schoß. Ah. Sind es einfach so Blumentöpfe. Aus der Serie Muscott. Und da habe ich einmal zweimal welche in Durchmesser von 12 cm gekauft. Genau, die zwei. Und nochmal zwei im Durchmesser von 15 cm. Einfach weil die jetzigen Blumentöpfe alle sehr unterschiedlich aussehen und ich wollte halt einheitliche Blumentöpfe haben, weil die auch nebeneinander stehen und es einfach optisch schöner ist. Man könnte meinen, das ist auch ein Blumentopf, aber nein, das ist ein Mülleimer. Nee, wie gesagt, kein Blumentopf, das ist aus Plastik. Das ist ein Mülleimer. Der heißt, der hat keine Namen, die haben bestimmten Namen, weiß ich jetzt gerade leider nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich nehme den mit, weil der echt super günstig war. Ich glaube, der hat nur 1,50 € gekostet. Das letzte Teil, das ich gekauft habe, heißt Mosslander. Und das ist eine Bilderleiste. Die ist jetzt 115 cm lang. Es gibt auch kürzere, also zweimal, ich glaube, 50 cm oder 56 cm. Und ich war mir nicht sicher, ob ich zweimal kurze nehme oder einmal eben dieses lange. Letzten Endes habe ich mich für das lange entschieden, weil die kurzen nur noch in schwarz da waren. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich die genommen habe, weil ich habe letztens bei Ishtar im Video gesehen, dass sie eben auch die lange hat. Und mir hat das total gut gefallen. Und genau, das war tatsächlich auch das allerletzte Teil von dem in weiß. Und da haben so Punkte gefehlt, um diese Löcher hier wieder zuzukleben, wenn man das an die Wand befestigt hat. Und das fand ich ganz cool. Die bekomme ich jetzt einfach nachgeschickt, weil ich bin dann zum Kundenservice gegangen, habe denen halt das gesagt. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch gekauft, wenn sie mir die Punkte nicht nachgeschickt hätten, weil ich das einfach gebraucht habe und diese Punkte eigentlich jetzt nicht so wichtig sind. Aber bin sehr froh, dass sie das jetzt gemacht haben. Apropos Bilderleiste. Ich habe so ein kleines DIY gedreht, was eigentlich nicht sehr schwierig ist, aber was etwas mit dieser Bilderleiste zu tun hat. Und zwar kommt diese Bilderleiste in unser Schlafzimmer über unser Bett drüber. Und da kommen natürlich Bilder drauf und die Bilder sind vom Poster Store. Und da wollte ich unbedingt goldene Rahmen dafür haben. Aber die goldenen Rahmen haben teilweise 10 Euro mehr gekostet als einfach weiße Rahmen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach so weiße Rahmen wie die hier und besprühe die mit goldener Farbe. Und da habe ich so ein kleines DIY gedreht, ganz kurz und knackig. Und würde sagen, das zeige ich euch jetzt ganz kurz. Also es ist wirklich nichts Spektakuläres. We get lost, we can get high, because we're gone, I feel alive, anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just
you and I to let me down. We walk the line, but now nothing's gone wrong. I'll take a shot for you. Give me love, keep me close, never let you go. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, diesen Ikea heute zuzuschauen und du hast ein paar Sachen für dich entdeckt, die du vielleicht auch haben möchtest oder einfach beim nächsten Mal mitnehmen magst, wenn du beim Ikea bist. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du das Video anschaust, und hoffe, du bist beim nächsten Mal auch dabei und ich freue mich sehr darauf. Bis dahin!